Schlimmer am Kabarett machen ist, dass sie wirklich alles bis zu Ende anschauen müssen. Also wenn sie so eine Talkshow sehen, dann zappen sie einfach um oder eine Elefantenrunde nach der Bundestagswahl, sagen sie, oh mein Gott, schon wieder die, da schalte ich einfach um. Ich muss das bis zu Ende anschauen, weil sonst kann ich Ihnen ja heute nichts erzählen. Ja, manchmal ist das auch witzig, zum Beispiel nach der letzten Bundestagswahl hat der Ramsauer, glaube ich, an CSU was, in der Elefantenrunde gesessen und hat gesagt, die CSU hätte so schwach abgeschnitten wegen der Leihstimmen, die an die FDP gegangen werden, ne? Zwei Stimmen. Ja? Und deswegen sei die CSU so schwach. Und dann hat der Westen sich aufgeregt. Und der regt sich auch immer so auf. Und dann gesagt, eins wollen wir mal klarstellen. Wer FDP gewählt hat, ist auch ein FDP-Wähler. Und in dem Moment habe ich die Fernbedienung genommen, habe auf leise gedrückt und es war wirklich zu hören. Gleichzeitig ein Klatschen von tausenden von Leuten, die sich auf die Stirn geschlagen haben. Scheiße! Jetzt bin ich FDP-Wähler! Ich Depp! Und das Programm ist ja schon älter, also eine Idee für Kabarett von vor 5,5 Jahren. Und damals hatten wir, das ist auch ein Testabend, deswegen dauert es auch etwas länger und geht so schnell, weil wir möglichst viele Texte durchbringen wollen, um zu sehen, was funktioniert. Und, was war jetzt daran witzig? Und damals waren also Texte über George W. Bush drin und W finde ich jetzt schon wieder für die Englischlehrer, dass die da ernst bleiben können. W ist ja ein Doppel-U, aus ihrer Sicht. Und die Amerikaner haben noch nie mal ein eigenes Wort, einen Buchstaben für einen Buchstaben, Doppel-U einfach. Und das ist ja ein W, ist ein Punkt dahinter, das ist ein Kürzel. Und dann frage ich mich schon, wofür steht dieses U? Vielleicht für unfähig. Und bei Bush, da muss es dann ein Doppel-U sein. Und so, wie komme ich jetzt vom Bush zurück zum Westerwelle?